Ich eröffne unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten, MT Melsungen, Endstand 30:36, Halbzeit 10:17. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer. Michael Roth, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, unseren Trainer Markus Gaugisch und die beiden Geschäftsführer Axel Gerken. Axel, auch dir herzlichen Glückwunsch zum Sieg und unseren Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Erste Fazit gehört dem Gast. Zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem doch sehr deutlichen Sieg. Wenn man seit Jahren hierher fährt, weiß man, dass das normal nicht selbstverständlich ist, dass man hier so einen Sieg oder relativ einfachen Sieg erreichen kann. Und deswegen will ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass wir nur mit einem Tag oder zwei Tage Vorbereitung hierher gefahren sind, nach dem Göppingen-Spiel und wieder da angeknüpft haben, wo wir gegen Göppingen aufgehört haben. Wir haben sehr gut verteidigt mit einem guten Torhüter in der ersten Halbzeit und haben da schon die Basis zum Sieg gelegt. Das Einzige, was negativ heute war, ist natürlich, dass wir die zweite Halbzeit verloren haben, dass wir dann einfach einen Schritt zu wenig gemacht haben, keine Torhüterparade mehr gehabt, sodass wir dann zweite Halbzeit statt 10 Tore 20 Tore gekriegt haben. Aber das ist oft so, dass man dann einfach, wenn man klar führt, ich glaube, wir haben mal mit 10 geführt, zweite Halbzeit, dann auch einen Schritt weniger macht. Das gefällt keinem Trainer, aber wie gesagt, trotzdem großes Lob an die Mannschaft, die zwei schwere Spiele jetzt gewonnen hat. Und jetzt haben wir eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten auf unser großes Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo wir uns natürlich alle drauf freuen, mit dem jetzigen Lauf gegen so eine Mannschaft zu spielen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Ersten sein dürfen, können, wollen, die denn einen gelöhnten Punkt abnehmen. Erwähnenswert heute noch, was auch außergewöhnlich ist, doch immer gegen aggressive Abwehr spielen, dass wir nur 4 technische Fehler gemacht haben. Das ist natürlich sehr guter Wert. Wir haben sehr konzentriert unsere Übergänge gespielt und ja, einfach auch alle Leistungsträger fast durchgängig ihre Leistung gebracht. Das ist halt so, wenn man einen guten Lauf hat. Deswegen Glückwunsch an meine Mannschaft und an euch weiterhin. Alles Gute, dass ihr da unten rauskommt. Dankeschön. Vielen Dank fürs Statement. Markus, dann darf ich auch dich bitten. Michael sagt, wenn man einen guten Lauf hat, dann ist es so. Und bei uns ist es eben gerade umgekehrt. Ja, erstmal Gratulation, Michael, zum, und dem ganzen MT Melsungen zum Sieg und auch zur bisherigen Saison. Das ist klasse. Ich glaube, man hat heute schon gesehen, warum Melsungen dort steht, wo sie stehen, weil sie eben gerade in der ersten Halbzeit diese Deckung extrem stark gespielt hat und uns vor große, große Probleme gestellt hat und dann einfach mit einem sehr, sehr guten Torhüter zusammen immer wieder Bälle geklaut hat und dann den Gegenstoß über die rechte Seite, über Selin, eben abgeschlossen hat. Er hat 10 Tore gemacht und das kommt nicht von ungefähr. Das ist eine hohe Qualität und wenn du den Ball auf dem Spielfeld verlierst oder wenn du ihn eben so wirfst, dass er direkt wieder auf die Abwehrspieler kommt, dann hast du eben keine Chance in dem Bereich. Und das haben wir leider in der Phase, nachdem wir gut gestartet haben, erfahren. Ich glaube, beim 3-4, 3-5, 4-5, da sind wir absolut im Spiel. Da haben wir dann vorne schon ein paar Fehler gehabt und bleiben trotzdem im Spiel. Und dann geht das sukzessive bis zur Halbzeit eben weg, leider. Und bei -7 in der Halbzeit waren wir dann eigentlich schon natürlich geknickt, weil wir uns sehr, sehr viel vorgenommen haben. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat man aber gesehen, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir um jeden Meter gefightet haben, dass wir versucht haben, dieses Ergebnis eben im erträglichen Rahmen zu halten. Und ich glaube, das ist uns wenigstens gelungen. Wir haben 20 Tore gemacht in der zweiten Halbzeit. Das ist natürlich ein super Wert, auch eine gute Effektivität dabei. Und na klar ist es so, dass Melsungen jetzt nach dem Mittwochspiel und dann heute dem Auftritt wahrscheinlich ein bisschen vom Gas ist. Aber trotzdem, glaube ich, können wir uns den Vorwurf nicht machen, dass wir uns haben hängen lassen. Und wir hatten eine gute Woche, wir hatten eine gute Trainingswoche. Ich glaube, wir haben im Bereich Deckung heute ein paar Varianten probiert, haben auch vorne viel probiert. Also ich glaube, viel mehr können wir nicht probieren, wie wir heute gemacht haben. Und trotzdem stehen wir mit 30:36 da.
Das ist jetzt heute Abend natürlich eine harte Geschichte, aber man muss auch sehen, gegen wen wir gespielt haben. Melsungen ist wirklich in der Topform und als nächste Woche bin ich ja dann neutraler Beobachter, wenn ich mir das Spiel Melsungen gegen die Rhein-Neckar Löwen angucke und da freue ich mich auf ein tolles Handballspiel. Und wir werden einfach uns weiter vorbereiten, werden weiter versuchen, da wo es Integration einfach noch voranzubringen, unsere Deckung hinzustellen. Ja, da bleibt uns nicht viel mehr übrig. Es geht weiter und es ist einfach wichtig, dass wir möglichst schnell eben den nächsten Schritt machen. Diese Emotionen, die wir heute gehabt haben zu Beginn, dass wir die länger halten, dass wir das gut hinkriegen und dass wir vorne eben an dieser zweiten Halbzeit anknüpfen. Ja, hilft uns nichts anderes. Wir müssen arbeiten und das werden wir tun. Ab Montag geht es wieder weiter und dann wird man sehen, was wir nächste Woche in Hamburg eben erreichen können. Markus, vielen Dank. Dann darf ich auch die beiden Geschäftsführer um ihr Statement bitten. Axel, du grinst und strahlst heute über das ganze Gesicht. Richtig zufrieden, oder? Ja, sicher. Das kann man, glaube ich, sein. Gerade weil wir wissen, wie schwierig es normalerweise hier beim HBW Punkte zu holen. Wir haben das mit der MT auch schon weitvoll erfahren und haben uns hier immer sehr schwer getan. Und deswegen sind wir natürlich sehr zufrieden und freuen uns, dass wir unsere Serie tatsächlich auch weiter ausbauen konnten und uns jetzt der schönen Herausforderung stellen dürfen gegen die Rhein-Neckar Löwen am kommenden Samstag. Vielen Dank. Wolfgang, dann darf ich auch dich um deine Zusammenfassung zum Spiel bitten. Ja, Glückwunsch an Melsungen zum Sieg. Ihr beide habt das, glaube ich, richtig gesagt. Es war so, dass es immer schwierig war, hier zu gewinnen. Und das war es heute mit Sicherheit nicht, wenn man das Spiel anschaut. Das war ein absolut verdienter Sieg und auch ein locker eingefahrener Sieg, würde ich mal sagen. Mir persönlich war das Ergebnis vom Spiel gar nicht so wichtig, sondern mir war es wichtig, wie die Mannschaft heute auftritt und wie sie sich dann präsentiert. Und da waren die ersten paar Minuten genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kommt ein Bruch. Woher der kam, kann ich momentan nicht sagen. Der dann aber recht lange gehalten hat und dann war es hinten raus nochmal eine Phase, mit der ich dann wieder zufrieden bin, was das Auftreten angeht. Und wenn aber zwischendrin eben 35, 40 Minuten fehlen von dem, dann ist es einfach zu wenig. Wolfgang, vielen Dank. Soweit die vier Verantwortlichen, gibt es Fragen von Seiten der Presse? Eine Frage an die Melsungen, unabhängig von dem heutigen Spiel, worauf begründet denn Ihr guter, erfolgreicher Lauf in der Saison? Ja, das Hallenheft hat ja schon ein Stichwort gegeben, Kontinuität. Wir haben, denke ich, seit 5 Jahren, seit ich jetzt da bin, versucht, im ersten Jahr den Abstieg zu verhindern. Dann haben wir uns sukzessive verbessert. Wir haben eine sehr gute Personalpolitik betrieben, die auch ein bisschen glücklich ist. Es ist halt so, wenn man Leute dazu holt. Und wir haben mit Axel Gecken einen Top-Manager der ersten Liga verpflichtet, der unheimlich viel Background-Arbeit leistet und auch mich da völlig unterstützt. Kann mich jetzt nur noch auf den Sport konzentrieren. Ja, und wir haben einfach viele deutsche Spieler, erfahrene Spieler, junge Spieler. Das passt sehr gut zusammen und haben jetzt eine Spielform gefunden, die für jeden Gegner sehr schwer ausrechenbar ist, weil wir keine Topstars in der Mannschaft haben, sondern aus dem Kollektiv arbeiten. Und es ist sehr schwer, denke ich, auch sich darauf einzustellen. Und das, was wir gerade machen, das ist erfolgreich. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück. Wir haben keine Verletzung größer, außer Fahlgren, der jetzt nochmal irgendwann dazukommt. Und dann haben wir einfach eine sehr kompakte, intelligente Mannschaft. Und das ist der Grund. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann habe ich noch Ergebnisse von heute. Heute Nachmittag Bergischer HC gegen Füchse Berlin 26-29, Lübecke Gummersbach 25-28 und in Göppingen steht es gegen die HSG Wetzlar 15-15 zur Halbzeit. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Melsungen alles Gute. Viel Erfolg im nächsten Spiel, auch wenn es eine baden-württembergische Mannschaft ist. Aber ich persönlich gönne euch den Sieg, weil dann bleibt es vorne spannend. Und uns viel Erfolg in Hamburg. Vielen Dank.